Hallo, herzlich willkommen im Starter Fairhaus. Wir haben uns eine neue Idee überlegt, jetzt in der Corona-Krise. Viele Leute haben Zeit und gehen mit dem Fahrrad raus, machen eine kleine Tour oder packen ihre Familie oder Freunde zusammen und setzen sich halt einfach auf die grüne Wiese. Naja, so wie das halt noch erlaubt ist, ne? Zu dritt oder zu viert, jetzt glaube ich gerade zu fünft. Naja, und dann könnte man ja schön ein tolles Picknick machen. Und was gehört zu einem tollen Picknick? Was zu essen, was zu trinken, selbstverständlich. Eine Decke gibt es von uns mit dazu, einen wunderschönen Korb oder ihr habt halt auch die Möglichkeit, einen Rucksack zu kriegen. Wenn man noch eine Fahrradtour macht, ist das vielleicht angenehmer. Oder wir haben auch eine schöne große Picknicktasche, die man mitnehmen kann. Natürlich Tischdecke, Gläser, Serviette, selbstverständlich alles dabei. Brett, Messer und so weiter, Teller, Löffel, Gabel sowieso, keine Frage. Und dann halt einfach ein paar leckere Köstlichkeiten. Nein, nicht ein paar leckere Köstlichkeiten, sondern wirklich ein schönes Sortiment aus fast allem hausgemachten Sachen. Wir haben hier ein paar selbst hergestellte schwarze Nüsse, ja, eine wirklich tolle Delikatesse. Kalamata-Oliven, Butter natürlich, hausgebeizter Lachs. Dann haben wir hier ein Bülle-Chutney. Ja, Bülle ist halt hier von der Höri-Region eine Zwiebel. Ja, da machen wir ein schönes Chutney oder eine Marmelade mehr oder weniger da draus, auch ganz toll. Ein Bärlauchpesto, jetzt gerade frisch aus dem gerade Bärlauch gemachten. Dann haben wir halt hier ein bisschen Rohkost einfach, kleine Snackgurken, Radiesle, kleine Zwiebelchen und Kohlrabi, was gerade so ist. Wir haben ein bisschen was Vegetarisches gemacht, ein paar Hirseleibchen sind das. Hirse mit Gemüse und Kräutern drin, dann haben wir noch ein bisschen Antipasti mit dabei, dann haben wir halt hier ein bisschen was für die fleischige Lust sozusagen, ein bisschen Roastbeef, dann haben wir hausgemachte Wildschweinsalami, die machen wir selber mittlerweile, dann haben wir einen schönen Schwarzwälder Schinken hier und ein paar Wildbuletten mit dabei. Wir haben immer hier aus sehr viel aus Wildschwein und Reh, was ich halt hier viel kriege und da machen wir halt immer gerne kleine Buletten dazu. Dann gibt es eine Auswahl an Biokäsen einfach mit dabei. Einen kleinen Nudelsalat noch mit ein bisschen Pinienkernen, ein paar aufgebackene frische Brötchen, weil ich kriege halt immer die fertigen Teiglinge sozusagen hier von der Paradiesbäckerei in Konstanz und dann können wir die immer nach Bedarf, so wie ihr halt bestellt, wirklich gerade halt einfach die halt aufbacken und dann habt ihr die halt wirklich frisch mit dabei. Und dann haben wir noch ein bisschen was Süßes dabei, ein schönes Rhabarberkompott gerade gemacht und einen schönen Schokokuchen, also einfach eine tolle Sache dazu. Könnt ihr dann halt ein kleines Getränkepaket dazu buchen, entweder einen schönen Wein, auch eine kleine Flasche, wenn ihr möchtet, oder auch eine kleine Flasche Cremant mit dazu. Natürlich halt auch eine große, geht auch eine Flasche Champagner mit dabei, wenn ihr möchtet. Aber grundsätzlich einfach hier zum Beispiel der Pinot Meunier hier von der Spitalkellerei in Konstanz. Wunderbares Tröpfchen. Das ist bei dem Wetter jetzt, wenn es draußen die Sonne scheint und man einfach auf der Wiese liegen kann. Da trinkt man den fast aus der Flasche, da kann man die Gläser gleich im Korb lassen. Einfach eine tolle Geschichte. Oder halt hier halt ein Rosé vom Vollmeier, den Désiré, auch total lecker. Also im Endeffekt könnt ihr alles kriegen, was bei uns auf der Getränkekarte steht oder was im Kühlhaus liegt. Einfach nur vorbestellen, einen Tag auf jeden Fall Vorbestellung, damit wir halt auch Zeit haben, halt alles ordentlich frisch und schön zu produzieren. Dann könnt ihr es abholen, wann auch immer ihr möchtet. Und bringt einfach am nächsten Tag den Korb und das dreckige Geschirr wieder und seid halt alle Mühe und alle Arbeit sozusagen los und habt einfach viel Spaß damit für einen schönen, unbeschwerten Tag, Mittag oder Abend. Eine herrliche Sache. Ja, da wünsche ich euch einfach viel Spaß und buchen. Vielen Dank. Tschüss.